sag uns bitte, wie hast du überhaupt angefangen und wie kam es dann zu dem größten Club-Event der Welt? Angefangen mit Klavier, danach ein Studio gemacht, in einer Band gespielt, dann das große Glück gehabt, dass ich einen Hit geschrieben habe, zusammen mit ein paar Kollegen, zusammen mit 23, Magic Affair, Omen 3, dann ein Label gegründet, dann eine Radiosendung aufgebaut und auf einmal bei Events gewesen. So, und dann kam irgendwann der Gedanke, dass diese ganzen Open Airs, wir sind hier in Deutschland und es regnet oft und das, ja, und wie auch immer, ja, dass wir gesagt haben, wir wollen einen Club, wir wollen so einen riesen Club haben, der nur 3 Tage mehr aufmacht, aber der so viel Energie ausstrahlt, dass du halt eigentlich dann das ganze Jahr über nicht mehr in einen großen Club reingehen willst. Ja. Und so kam es dann und dann haben wir vor 5 Jahren damit begonnen. Die Location heißt? Commerzbank Arena und für 3 Tage aber World Club Dome. Du hast ein Händchen zum Erfolg und das ist genial und wir lieben sowas und wollen euch mit sowas immer wieder motivieren, dass man einfach Gas geben muss. So, wir wechseln nochmal die Location, weil ich jetzt nochmal wissen will, was für ein eigenes Flugzeug und was für ein DJ-Set. Und da geht es nämlich gleich schon wieder zur Pressekonferenz. Also ganz aktuell alles hier bei Lifestyle.tv. World Club Dome muss man sich so vorstellen, wir bauen ein Stadion um in einen Club, in einen gigantischen Club. Das heißt also, im Main Floor ist eine Bühne, die 85 Meter breit ist, die von 130 Sattelschleppern gebracht wird. Wir haben da 3 bis 4 Tonnen Pyro-Sprengstoff da verbaut, ja, gigantische Laseranlagen und 1,8 Millionen Watt Sound nur im Main Floor. Das heißt also, da rumpelt es, aber es ist ein geiler Sound. Wir sind das einzige Event auf der Welt, die eine eigene Pool-Area haben. Das heißt nochmal 200.000 Quadratmeter Pool-Areas und da, das bauen wir um komplett in den Ibiza-Floor. Das heißt also, da liegt dann Solomon auf, Sven Feth auf und die ganzen Leute und du kannst dann eben dazu schwimmen. Ja? Im VIP-Bereich mit dem Ugos zusammen haben wir dann Liegeflächen, Betten und so weiter mit einem eigenen Pool. Da kriegst du eine Trüffelpizza direkt oben dann drangebracht. Ja? Also im Wald haben wir Zelte eingebaut auf dem Gelände selber, wo man abgedunkelt dann eben direkt dann zu Techno feiern kann. Also es ist für jeden was dabei. Und deswegen vorbeikommen und es einfach erleben. Ja. Ich garantiere Gänsehaut oder Geld zurück. Wir haben einmal ein Flugzeug, wir haben einen Helikopter, wir haben einen Zug, wir haben einen umgebauten Flughafen. Es sind verschiedene Räume, werden abgedunkelt oder Areas. Ich hoffe, ich habe es richtig zusammengefasst. Fehlte was? Nee, im Großen und Ganzen warst du schon. Die Sache ist hinten dran, wir machen einen Club und wir sind so ein großer Club, dass wir einen eigenen ICE-3 haben und dass wir ein eigenes Flugzeug haben, wo wir die Leute eben von außerhalb in Europa abholen. Sprich, der Zug, da werden Clubs reingebaut. Richtige Dancefloors, 2 Stück, wird an TGV dran gehängt, wird nach Paris gezogen und von da fährt er mit 320 Stundenkilometer als schnellster Club der Welt, mit alle Farben an Bord und Superstars an Bord, nach Frankfurt, mit Stops dann in Straßburg, in Mannheim, in Karlsruhe, wie auch immer dann. Parallel dazu startet eine A340, umgebaut mit 2 Dancefloors aus London, nimmt da die Leute mit, fliegt nach München, packt da die Leute an und ist dann weiter sozusagen auf dem Weg dann nach Frankfurt. Und die kommen dann parallel an. Eine Frage dazu wäre, wer kommt auf irgendwie gebrandetes Flugzeug, auf Tanzen im Zug? Das muss ja ein mega Kreativteam im Hintergrund sein. Also diese Ideen, die mag mein Team nicht, immer wenn ich die Tür aufmache und sage, ich habe eine neue Idee, weil sie sie umsetzen müssen. Das heißt, mein Team ist gigantisch, Produktionsbetrifft und wie auch immer. Aber dann eben so mit, wir haben jetzt auch ein Kreuzfahrtschiff mit der TUI Cruise gemacht, sind letzte Woche zurückgekommen mit 2000 Leuten und. Das sind so dann die Ideen. Und das Team macht natürlich hinten dann wahnsinnige Arbeit, um diese ganze Produktion dann auch zu stemmen. Was mich vielleicht noch interessiert, ich habe das Thema Loge immer mal wieder gehört, gerade wenn dieses Jahr vielleicht das nicht mehr möglich ist, aber auch im nächsten Jahr oder kurz entschlossene, was verbirgt sich hinter der Loge? Man kann sich eine Loge mieten und kann da quasi mit seinen Geschäftspartnern, mit seinen Freunden, kann man exklusiver noch feiern oder was steckt hinter der Loge? Ja, normalerweise im Club mietest du deinen Tisch und dann hast du deinen Tisch. Bei uns ist alles ein bisschen größer. So, und deswegen hast du dein eigenes Wohnzimmer, was du dir mieten kannst. Das heißt also, du kannst die Tür zumachen, kannst sogar einen eigenen DJ da drin haben, kannst mit 10, 12 Leuten eine eigene Party machen, machst dann aber einfach die Tür auf, stehst auf einer Empore und guckst auf eine der größten Bühnen der Welt und auf die größten DJs der Welt. Das heißt also, du kannst es nutzen natürlich für Incentives, für Partnersachen oder einfach nur eben mit deinen Kumpels ein unvergessliches Event dann feiern. Ja. Das ist der große Unterschied, so einfach nur einen Tisch gemietet irgendwo im Club, sondern du bist für dich. Holt euch die letzten Tickets, gebt Gas, ja, ich habe von vielen meinen Freunden gehört, die schon Tickets haben und ich weiß auch hier, dass in Frankfurt und Umgebung deutschlandweit eigentlich teilweise aus Europa die Menschen einfliegen. Also in diesem Sinne, Dankeschön, dir alles Gute. Das ist ja die Pressekonferenz, wo sind wir und vor allem, was ist es für eine lange Rolltreppe, gefühlt seit 10 Minuten?
Das ist die längste Rolltreppe der Welt, sagt man, freischwebende. Wir sind hier in der Maizeil, eines der krassesten Kaufhäuser überhaupt. Ziemlich viele Awards gewonnen und so weiter in ganz Deutschland, mitten auf der Zeil. Und wir haben hier im vierten Stock oben einen Pop-Up-Store vom World Club Dome. Ja. Kann man sich Tickets kaufen, da kann man fragen. Und wir machen ja so Workshops mal mit DJs und so weiter. Eigentlich recht geil. Ja, und jetzt sind wir auf dem Weg gerade zur Pressekonferenz. Wieder zwei Floors mit tatsächlich tollen Acts an Bord, Freischwimmer ist mit dabei und ja, also ganz tolle Möglichkeit eben uns da auch tatsächlich emotional erlebbar zu machen als Deutsche Bahn, aber auch eben durch Aleo, durch das Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen und der Französischen Bahn und da natürlich auch irgendwie durch Musik zu verbinden. Und halt dieses Mega-Event, den größten Club der Welt hier in Frankfurt natürlich genießen können. Wir sind Frankfurter und wir gehören dazu und so möchten wir allen, die aus der gesamten Welt, aber die auch aus der Frankfurt, eine schöne Region Frankfurt-Rhein-Main kommen, den möchten wir natürlich zeigen, dass wir hier gut funktionieren und wir sind da im Service, denke ich, gut bemüht, dass wir das auch richtig ordentlich hinkriegen. Der Frankfurter Flughafen ist das Tor zu dieser Veranstaltung. Darüber hinaus gab es am Frankfurter Flughafen das Dorian Gray. Das Dorian Gray war eine Techno-Disco oder grundsätzlich eine Disco, die über Europa hinaus bekannt war und auch die elektronische Musik geprägt hat. Deswegen nutzen wir diese Gelegenheit, für eine Nacht diese Diskothek nochmal aufzumachen unter dem Namen Dorian Gray 2.0. Wir als Fußballstadion, wir sind zunächst eben mal ein Fußballstadion, aber eben auch offen für viele neue und verrückte Ideen. Insofern hat uns das von Anfang an gut gefallen. Dann ist natürlich Frankfurt auch so eine Geburtsstadt für die Electronic Dance Music. Und dann haben wir gleich gesagt, da machen wir mit, da wollen wir dabei sein. Und so ist von der Idee dann eben es zur ersten Veranstaltung gekommen. Und dann ist es von Jahr zu Jahr größer geworden. Und das ist natürlich eine tolle Entwicklung. Wenn man sieht, dass beim World Club Dome 140.000 junge Leute aus der ganzen Welt kommen und hier abfeiern, das ist ein Riesensignal. Wir haben ja gesehen, es ging im Stadion los. Das Schwimmbad nebenan ist schon übernommen worden von der Familie Breiter. Jetzt geht es in den Forest, also in den Wald. Und so wird sich Big City Beats immer weiter ausbreiten, bis am Ende die ganze Stadt drei Tage feiern wird. Also ich bin tatsächlich relativ viel auf großen Veranstaltungen schon unterwegs gewesen und habe wirklich, und das meine ich wirklich ernst, nicht weil ich da auf der Bühne stehen darf, sondern weil ich das wirklich so empfinde, noch nie eine Veranstaltung miterlebt und mitgefeiert, die so größenwahnsinnig ist, wie das, was hier in Frankfurt stattfindet beim Big City Beats World Club Dome. Es ist unglaublich. Wir haben ein wahnsinniges Glück. Wir sind wirklich so ein bisschen gesegnet worden auch, dass wir die Ideen umsetzen können. Auch gerade hat man hier gesehen bei der Pressekonferenz, was für wahnsinnigen Support wir bekommen von der Stadt, von den Behörden, von den Dienstleistern, von städtischen Betrieben und so weiter. Da werden eben auch Dinge möglich gemacht und deswegen ist das Event auch unkopierbar. Also wenn jemand auf die Idee kommt, ich mache jetzt auch einen World Club Dome, kann er gar nicht, weil er nicht Frankfurt hat, weil er nicht ein Schwimmbad hat, weil er nicht ein Flugzeug hat. Und das ist das Schöne daran, dass jetzt so diese Vision langsam auch nach außen hin dargestellt werden kann. Was ist Ihr Gefühl jetzt so kurz vor dem Event? Was fühlt man, wenn Sie Ihr Gefühl jetzt beschreiben müssen? Wir sind jetzt langsam nervös, aber eigentlich freuen wir uns auch. Also ich glaube, wir haben so die richtige Portion an Nervosität, Adrenalin, um jetzt loszulegen und wir freuen uns, wenn es losgeht, wenn die ersten Trucks kommen, wenn die Tore öffnen und ja, wenn man sieht, wie so eine Bühne wächst und wir freuen uns. Big City Beats, World Club Dome, the 5th anniversary.